für unsere Passagiere hier 7 neue, moderne, innovative Kontrolllinien heute in Betrieb nehmen können, damit die Kapazität im Sicherheitsbereich deutlich erhöhen und hier vor allem neueste Technologie einbauen konnten, die es eben ermöglicht, wesentlich flexibler in den Kontrollablaufen, aber eben doch mit höchstem Sicherheitsstandard diesen Prozess zu durchlaufen. Die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollstellen, und ich weiß das, ich bin selbst Reisende, das ist natürlich immer oftmals auch eine nervliche Belastung. Diese Wartezeiten ohne Einbußen der Sicherheitsqualität, das ist mir ganz wichtig, für den Wartenden so gering wie möglich zu halten. Aber ich bin mir sicher, dass diese Anstrengungen es wert sind und es auch wert sind, in die Zukunft zu investieren, denn die steigenden Passagierzahlen werden weiterhin eine Herausforderung für uns sein vor dem Hintergrund der begrenzten infrastrukturellen Ressourcen dieses Flughafens. Das Band durchschneiden, Frau Kunders, warte noch einen Augenblick. Ausnahmsweise haben wir eine Schere dabei, das ist sonst nicht der Fall, das haben wir heute zu tun.